Und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Let's Play The Moment of Silence. Und ja, wir haben in der letzten Folge eine Videokassette im Teddy von haben wir den Teddy gar nicht? Doch, da. Von dem Jungen gefunden. Von dem Oswald-Jungen, wie auch immer. Ja, und dort war diese Videokassette drin. Und jetzt versuchen wir einen Videorekorder zu finden und deshalb sind wir hier beim Antiquariat. Antiquariat, ja. Doch, anscheinend ist abgeschlossen. Tja. Ich weiß auch nicht. Oh, Türfenster, was ist das da? Da liegt ein Schild. Scheint heruntergefallen zu sein. Das ist schlecht. Aber gut. Ja, was wird da wohl drauf gestanden haben? Ja. Gut. Wir sehen ja hier Briefstütz. Haben wir irgendwas, womit wir das mal. Das sah aus wie ein Metallschild. Gute Idee, aber ich glaube, ich muss das in einer anderen Reihenfolge machen. Okay. Haben wir noch was? Ah, Draht. Auch nicht. Das ist der Draht, den ich von dem eigenartigen Totem des Gurus abgenommen habe. Vielleicht brauche ich statt einem Seil irgendwas Stabileres. Eine hübsche kleine Angel, fast fertig. Okay. Ja, ne? Gute Idee, aber ich glaube, ich muss das in... Okay. Habe ich irgendwas... Ach, da. Okay. Angel mit Magnet. Okay. Gut, dann angeln wir uns mal ein Schild. Na? Komm schon. Ja. Schauen wir mal. Oh, nicht zu schnell. Ich hab's. Mal sehen, was draufsteht. Ja, genau. Gucken wir mal, was draufsteht. Eine Messenger-Nummer. Das wird mir weiterhelfen. Okay, Messenger-Nummer. Messenger-Nummer bedeutet, wir müssen mit dem Messenger jemanden anrufen. Dup, 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 dup. Ja. Infocenter. Huntington Antiquariat. Huntington Antiques? Ah, guten Tag, Mr. Huntington. Hat Ihr Laden geöffnet? Natürlich hat er geöffnet. Die Tür ist aber zu. Könnten Sie mir wohl öffnen? Was genau wollen Sie? Nun, mich umsehen, etwas kaufen, nichts Besonderes. Gut, ich mache Ihnen auf. Schön. Das ist doch schon mal was. Ah, da sind Sie ja. Guten Tag. Schön, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Kommen Sie rein, junger Mann. Danke. Ja, schauen wir uns mal um. Trompete. Globus. Hübsch. Ein Globus aus einer Zeit, als die Welt noch in Ordnung war. Obwohl, vermutlich war sie auch nicht besser als jetzt. Doch viel. Taubenkäfig, okay. Brieftauben, interessant. Ich fasse es nicht. Er hält Tauben hier drin. Ich sollte wohl erst Mr. Huntington fragen. Tja, Brieftauben. Die werden wir bestimmt nachher nochmal brauchen. Zack, zack, zack. Irgendwas? Ne. Geht's hier weiter? Oh ja, Regal. Was ist das? The War of the World. Ich sollte erst mit ihm sprechen. Ja, von H.G. Wells. Ich sollte erst mit ihm sprechen. Naja, ist ja gut. Also hoffentlich weiß der alte Mann, was er hier tut. Da sind Bücher dabei, die auf dem Print Crime Index stehen. Oh, oh. Gut, dann schauen wir mal. Oh Gott, was ist denn das für ein Ding? Die Kasse? Ich schätze, hier mit dem Messenger zu bezahlen, wird problematisch. Gut möglich. Mr. Huntington, Mr. Huntington. Ich habe aber immer noch nichts. Vespa, okay. Was haben wir hier rechts? Vielleicht noch was? Wir suchen immer noch einen Videorekorder.
Tja, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Es ist total schwierig. War hier vorne noch was? Ne. Hat er keinen? Der wird doch wohl einen Videorekorder haben. Ah, da. Da! Alles klar. Okay. Ich sollte erst mit ihm sprechen. Ein Videorekorder Ende des 20. Jahrhunderts, würde ich tippen. Ja, ist ja gut. So, Mr. Huntington, dann... Na, mein Junge, was kann ich für Sie tun? Oh, wie gesagt, ich möchte mich noch umsehen. Wirklich ein großartiger Laden, den Sie hier haben. Tja, es kommt schon einiges zusammen mit den Jahren. Ich bin noch nie in einem Laden wie Ihrem gewesen. Es ist faszinierend. Man möchte sofort einziehen. Ich bin übrigens Peter Wright. Freut mich, Peter. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Okay. Ja, ein wenig über Ihren Laden. Sagen Sie, würden Sie mir ein bisschen über Ihren Laden erzählen? Es sieht ja alles so nach interessanten Geschichten aus. Wenn Sie möchten, gern. Ich habe hier wenig Gesellschaft. Und die meisten jungen Leute interessieren sich ja nicht für die alten Dinge. Die wollen lieber Konsolen, Telescreens. Na, Sie wissen ja, was heute so angesagt ist. Jo. Ja, natürlich. Ich habe allerdings selbst einen Telescreen. Ich hoffe, ich darf trotzdem hier bleiben. Ja, natürlich. Das ist doch schon mal nicht schlecht so. Ja, wo kommen die Dinger her? Woher haben Sie all diese Dinge? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Ich bekomme die Sachen aus Haushaltsauflösungen von anderen Händlern, vom Sperrmüll. Manchmal kommen Leute mit Familienerbstücken. Und einige Dinge stammen auch aus meiner Familie. Manche sehen ziemlich europäisch aus. Oh, ja, ja. Früher habe ich viel aus Europa importiert. Der Antiquitätenmarkt ist natürlich viel größer dort und die Stücke sind auch billiger. Es hat bestimmt lange gedauert, das alles zusammenzutragen. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht. Tja. Wieso halten Sie hier Tauben? Wieso fragen Sie das? Ich? Nur so. Oh, einfach nur so aus Interesse. Ich meine, es ist nicht unbedingt üblich, dass Tauben in geschlossenen Räumen aufbewahrt werden, vor allem nicht in Läden. So. Ja, vermutlich haben Sie da recht. Sagen wir, es ist mein Hobby. Ah. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass jemand in einem Laden Tauben hält, oder? Haben es ist doch. Praktisch und ich habe Gesellschaft. Haben wir ja jetzt auch geklärt. Inwiefern praktisch? Es sind Brieftauben, wissen Sie? Brieftauben? Im Ernst, Sie verschicken richtig ernsthaft Post mit den Tauben? Ausschließlich. Das ist wirklich unglaublich. Mein Großvater hat mir früher von seinen Brieftauben erzählt, aber das war vor 30 Jahren. Sie sind heute wertvoller denn je. Aber Brieftauben sind langsam und ich meine, es gibt tausend andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Tja, aber keine einzige, die sicherer ist. Was ich mit den Tauben verschicke, das liest kein Computer und das speichert kein Archiv. Ah, ich verstehe. Sie machen sich Sorgen wegen Ihrer Privatsphäre. Sie machen sich keine? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, die Sicherheitsstandards sind sehr hoch. Man muss eben aufpassen, wem man an seine privaten Dinge heranlässt. Sicherheit? Für wen? Für uns. Für Sie und mich. Für jeden. Meine Nachbarn können meine Mailbox nicht einsehen. Es funktioniert genauso gut wie ein echter Briefkasten. Wieso sind Brieftauben dann meldepflichtig? Brieftauben sind meldepflichtig? Allerdings, schon seit gut 15 Jahren. Nun, Sie verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie können damit illegale Kommunikation führen und das ist nicht im Interesse der allgemeinen Sicherheit. Also ist die allgemeine Sicherheit etwas, das im Widerspruch zu meiner Privatsphäre steht? Unter Umständen ja. Straftaten sind ja keine Privatsache, oder? Es ist immer ein Kompromiss. Auf diese Art von Sicherheit verzichte ich. Und auf diese Art von Kompromiss auch. Es ist nicht Ihre alleinige Entscheidung. Dafür gibt es Gesetze. Und die dienen uns allen. Mir dienen sie nicht. Ich benutze die Tauben. Ich würde auch dem Mr. Huntington zustimmen. Aber gut. Nehmen Sie es mir nicht übel, Mr. Huntington, aber abhörsichere Brieftauben und so weiter, das klingt für mich ein bisschen paranoid. Fühlen Sie sich wirklich verfolgt? Ach, wissen Sie, paranoid, das ist ein unschöner Begriff. Sagen wir, ich habe meine eigene Auffassung über die Welt. Aber es muss doch anstrengend sein, in ständiger Angst zu leben. Oh ja. Sagen Sie, haben Sie schon einmal von der NSA gehört, Peter? Wer nicht? Flüchtig, die gibt es schon seit 30 Jahren nicht mehr. Kennen Sie das Echolon-Programm von 1990? Auch. 1900 wann? Nein, tut mir leid. Sehen Sie? Ich schon. Und Sie können sich darauf verlassen, dass ich sehr genau hinsehe.
Sehe, genau. Nun ja, also gut, es ist ihr Leben. Und ihres. Da wäre noch was. Da wäre noch etwas. Schauen wir mal. Darf ich Sie noch etwas fragen? Natürlich, fragen Sie nur. Ist es nicht illegal, diese gedruckten Bücher zu verkaufen? Vielleicht. Diese Bücher sind nicht gescannt, oder? Ich bin der Ansicht, dass nicht gescannte Bücher ebenso interessant sind wie gescannt. Wenn nicht noch interessanter. Aber so sind die Inhalte ja nicht allen zugänglich. Sie machen Informationen damit wieder zu Privateigentum, zu einem Luxus für Privilegierte. Das Gesetz über die elektronische Erfassung von Schriftstücken dient doch gerade... Dazu, alles Schriftgut zu demokratisieren. Das meinen Sie. Aber natürlich, so ist es auch. Sie müssten diese Bücher eigentlich bei der Kommunikationsbehörde abgeben, damit sie gescannt werden. Oder danach vernichtet. Bekommen Sie sie ja zurück. Niemand hat je von der Kommunikationsbehörde Bücher zurückbekommen. Und nicht mal ein Zehntel der Bücher ist je online erschienen. Naja, es dauert eben seine Zeit, bis alles erfasst ist. Nach und nach werden es mehr Werke. Wir müssen nur ein wenig Geduld haben. Es ist erstaunlich, wie gut diese Propaganda immer noch greift. Das Gesetz zur elektronischen Erfassung ist eine Zensurverordnung, die im Gewand der Informationsdemokratisierung daherkommt, mein Junge. Das meinen Sie im Ernst? Lassen Sie sich da nicht von den Lügen auf den Telescreens und den wohlfeilen Sprüchen dummer Yuppie-Bengels in den Kommunikationsagenturen täuschen. Nein, schon gut. Ich behalte jedenfalls meine Bücher. Sie können jederzeit darin lesen. Jetzt und hier. Tja, wir sind auch so ein Yuppie. Darf ich Sie noch etwas fragen? Natürlich. Fragen Sie nur. Ja, seit wann gibt es den Laden? Gute Frage. Seit wann gibt es den Laden? Ich habe 2018 angefangen mit einem Laden in der Lower East Side. Damals war es dann noch erträglich, wissen Sie. 2032 musste ich dann umziehen, weil die Regierung die Umstrukturierung des Viertels angekündigt hatte. Ich habe davon gehört, ja. Seitdem ist der Laden hier. Ich habe die komplette Einrichtung genauso wieder aufgebaut, wie sie vorher drüben in der Lower East Side war. Haben Sie sich an der Lower East Side schon mal wieder umgesehen? Ja, ich bin vor ein paar Jahren mal da gewesen. Schrecklich. Das ganze Viertel ist kaputt. Die Häuser sehen aus wie die in Europa nach dem Krieg. Und auf den Straßen lungern nur noch Kriminelle rum. Es ist eine Tragödie, was sie dem Stadtteil angetan haben. Tja, ja. Genau. Wie sieht's haben Sie viele aus? Kunden? Hier in Greenwich müsste es doch eigentlich ein kaufkräftiges Publikum geben. Ach, wo denken Sie hin? Ich verkaufe so gut wie nichts. Aber das macht nichts. Ich habe die Sachen sowieso lieber um mich. Was sollen Sie in der sterilen Wohnung irgendeines Neureichen herumstehen, der sowieso keinen Sinn mehr hat für die Seele der Dinge? Ich verstehe. Aber Sie müssen ja auch von irgendetwas leben, oder? Und außerdem haben Sie doch durch den Laden auch Kosten. Das Haus gehört mir. Die Bürokraten von der Regierung waren so großzügig, es mir zu schenken. Im Tausch gegen meinen Wegzug aus der Lower East Side. Okay. Was hat er noch Darf so Darf ich Sie noch etwas fragen? Natürlich. Fragen Sie nur. Ja. Erzählen Sie mir doch ein bisschen von sich. Okay. Was fasziniert Sie so an alten Dingen? Sie haben eine Geschichte. Sie sind Geschichte. Sie sind wie Überlebende, die uns aus anderen Tagen erzählen. Die Dinge hier im Laden sind ja nicht nur, was sie sind. Sie sind nicht nur Gegenstände, die Platz im Raum einnehmen. Sie sind das, was sie bedeuten. Das, womit sie verbunden sind. Erinnerungen, Gefühle, Gedanken. Sie sind wie ein Tresor für all das, was einmal unser Leben ausgemacht hat. Manchmal wollen wir vielleicht gar nicht wissen, was unser Leben einmal ausgemacht hat. Manchmal ist es besser, Dinge zu vergessen. Ich glaube, dass gerade die Dinge, die man lieber vergessen würde, diejenigen sind, an die man sich erinnern sollte. Man kann daran zerbrechen, in den guten alten Zeiten zu leben. Und man kann daran zerbrechen, ohne Erinnerungen zu leben. Okay, sehr tiefgründig. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Ich bin jetzt 64, Jahrgang 1980. Wie haben Sie die Union erlebt? Tja, damals waren wir alle noch mächtig optimistisch. Anna und ich hatten damals auch überlegt, ob es nicht Zeit für ein Kind wäre. Immerhin, nur 6 Jahre jünger als, älter als ich, so rum. Sie haben also keine Kinder? Nein. Anna konnte keine bekommen. Oh. Es gab aber schon das Klonverfahren, oder? Haben Sie nie überlegt? Doch, wir haben darüber gesprochen. Aber ich wollte nicht, dass eine Technologie der Vater meines Kindes ist. Verstehen Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Sie haben ein Klonkind?
Oh nein, nein. Ich habe einen nicht geklonten Sohn. Ein natürliches Kind. Meine Frau hat es ausgetragen, ganz normal. Das ist schön. Sicher sind Sie stolz auf ihn. Ja, ganz sicher, das bin ich. Haben Sie ein Bild? Ich habe keins bei mir. Aber er ist wirklich ein netter Junge. Ja, ich bin ganz sicher, dass er das ist. Ein Kind hat immer einen Platz im Herzen seiner Eltern. Ja. Ich würde sagen, da hat er wohl recht. Wie haben Sie die Union erlebt? Es war ein schöner, großer Traum von Freiheit und Wohlstand und Einigkeit und Frieden. Wir haben es alle geglaubt. Alle. Als Präsident White die erste Union verkündet hat, haben die Leute auf den Straßen getanzt. Nun, sie hat sich bewährt, oder? Das kann man wohl sagen. Sie ist unangreifbar geworden. Wer sollte sie auch angreifen wollen, außer ein paar Luditen? Jetzt tanzt niemand mehr auf den Straßen. Die Leute sind zufrieden. Sie tanzen nicht, aber sie beschweren sich auch nicht. Was wollen wir mehr? Tja, was wollen wir mehr? Tja, ich habe noch eine andere Frage. Machen Sie das hier allein? Ja. Ja, leider. Früher hat mir meine Frau geholfen. Oh, sie ist wohl... Das tut mir leid, ich wollte nicht. Sie ist nicht gestorben, falls Sie das fragen wollten. Sie ist verschwunden. Verschwunden? Ja. 2031. Während der Razzien nach den Luditenkrawallen. Ah ja. Möchten Sie mir davon erzählen? Das ist schon so lange her. So lange. Also, wenn Sie nicht möchten... Ich erinnere mich noch genau an den Tag. Es war der 31. Mai 2031. Das NYPD hatte angekündigt, das Viertel an diesem Tag von Technologiekriminellen zu säubern. Wegen dieser Bombenkampagne von 2030. Man vermutete, dass die Luditen in der Lower East Side eine Operationsbasis unterhielten. Sie hatten unterschätzt, dass viele normale Bewohner der Lower East Side keine Lust hatten, ihre Häuser abreißen zu lassen. Schon am frühen Morgen versammelten sich junge Leute auf der Straße. Die Stimmung wurde immer aufgeheizter. Und mittags fingen die jungen Leute an, Straßenbarrikaden zu errichten. Waren Sie auch dabei? Anna und ich waren im Laden. Wir hatten beschlossen, uns ganz still zu verhalten, damit uns nichts passieren würde. In der Straße brannten alte Reifen, die Luft war schwarz davon. Als die Räumpanzer anrückten, flogen Flaschen und Steine. Die Polizei hatte 3 Hundertschaften aufgeboten, die sofort mit Knockout-Geschossen in die Menge feuerten. Das klingt furchtbar. Dann kam dieses kleine Mädchen an unsere Ladentür und klopfte ganz aufgeregt. Anna ging hin und das Mädchen nahm sie bei der Hand. Ein Mann lag verletzt vor der Barrikade. Vielleicht ihr Vater. Ich stand bei der Tür und rief Anna nach, dass sie zurückkommen sollte. Anna lief zu dem Mann. Er bewegte sich noch und ich sah, dass sie versuchte, ihn zu verbinden. Und dann? Dann kam der Greiftrupp des NYPD. Sie rissen Anna von dem Mann weg und stülpten ihr einen Sack über den Kopf. Sie schleiften sie zu einem Van. Ich lief ihr nach und wurde von einem Knockout-Geschoss getroffen. Und dann war Anna verschwunden? Ich habe sie nie wieder gesehen. Und die Polizei? Ich habe nie herausgefunden, was sie mit ihr gemacht haben. Das klingt, sehr verstörend. Erzählen Sie mir von den Luditenkrawallen. Ich habe mal versucht, im GlobalNet etwas dazu herauszubekommen, aber die Informationen sind... Erstaunlich dünn, oder? Ja, allerdings. Fast alle Berichte dazu sind in der Versenkung verschwunden. Umso interessanter, jemanden zu treffen, der sie miterlebt hat. Was genau ist passiert? Es waren die größten Krawalle, die New York je gesehen hat. Die Lower East Side war mehrere Tage Katastrophengebiet. Das NYPD war auf der Suche nach dem Kopf der Bombenkampagne, die am 20. Jahrestag der Union begonnen hatte. Wer war das? Ein Programmierer namens Geoffrey Stein. Programmierer? Ja. Er hatte sich jahrelang mit KI-Forschung beschäftigt und war zu dem Schluss gekommen, dass er KI-Labore und autonom agierende Kommunikationseinrichtungen mit Bomben angreifen müsste. Er wurde der erste Maschinenstürmer des neuen Jahrtausends, der zu den Waffen griff. Kurz, er wollte uns in die Stadt... Tja, und da war dann leider die Platte voll. Wie es weitergeht, seht ihr und ich dann in der nächsten Folge. Bis dahin.